bisschen provozieren muss jetzt sein, ne? Spasti. Hey yo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PMTV zusammen mit Meti. Yo, was geht ab? Ja Freunde, und heute haben wir wieder was Neues für euch, ja. Das Ganze nennt sich Inform Showdown. Das haben Meti und ich zusammen auch schon auf unseren englischen Kanälen gemacht und da kam was mega gut an. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das auch auf dem deutschen Kanal hier auf PMTV. Und ich würde sagen, ich erkläre euch kurz, wie das Ganze funktioniert. Also, wenn ihr die Idee feiert, auf jeden Fall Daumen hoch. Und ich werde jetzt gleich noch sagen, wie ihr in der Serie hier auch mit interagieren könnt. Also, es sieht so aus, ihr seht jetzt ein Team im Hintergrund bei mir. Und da ist euch vielleicht schon aufgefallen, habe ich Second Inform Aubameyang drin. Ja, wir können es jetzt mal hier anschauen. Und der Meti hat parallel auch ein Team gebaut und hat den Lewandowski, Meti, ich glaube, das ist der Record-Breaker-Hero-Dingsbums da, oder? Der lilane, ja. Genau, der lilane Lewandowski, ja. Und wir werden das jetzt so machen, wir werden zwei Spiele spielen. Einmal spiele ich mit Aubameyang, das erste Spiel jetzt, und dann spiele ich mit Lewandowski. Und ja, dann werden wir die beiden Spiele gegeneinander machen. Und ihr könnt jetzt in die Videobeschreibung gehen. Dort findet ihr einen Strawpoll-Link zum Voten. Ihr könnt voten, wen ihr besser findet. Aubameyang oder Lewandowski. So, und ja, interagieren könnt ihr, indem ihr jetzt in die Kommentare geht und postet, welches Inform-Duell ihr als nächstes sehen wollt. Zum Beispiel Ibrahimovic gegen Suarez, was auch immer, ja. Also sucht es euch aus, Freunde. Und ich hoffe, das Video wird euch gefallen hier mit Meti zusammen. Und Meti, willst du noch irgendwas sagen? Ja, wie gesagt, aktiv sein in den Kommentaren. Gerne auch kreativere Vorschläge. Jetzt muss jetzt nicht unbedingt Stürmer gegen Stürmer sein. Falls ihr irgendwie was anderes habt, gerne kommentieren. Und auch vielleicht mit unbekannteren Spielern, Spieler, die interessant sind, was auch immer, einfach gerne in die Kommentare klatschen. Und dann würde ich sagen, klatsche ich dich jetzt weg. Du mich auch, Meti. Wir sehen uns gleich, Freunde, wenn ich ihn eingeladen habe. Ein bisschen provozieren muss jetzt sein, ne? Spasti. Ja, Freunde, da sind wir auch schon. Und das ist Metis Team. Okay, Lewandowski mit Van Persie hier. Ich wusste, Meti lässt sich natürlich nicht lumpen hier. Und haut dann nochmal seine Fenerbahce-Connection rein. Ja, gut, schön gemacht. Da ist ja nicht nur Fenerbahce, ne? Da ist noch Ricardo Kaleschmann. Ja, klar, natürlich. Und ja, den Rodriguez habe ich auch zum Beispiel als Linksverteidiger drin. Ne? Okay, so, wie gehabt, ich bin im Ultimate-Team nicht so gut, ja. Das muss ich jetzt mal im Voraus sagen. Ich will schon Ausreden vorausschieben, Freunde. Ja, im Ultimate-Team ist der Meti besser als ich. Und, aber dafür ist es im Head-to-Head wirklich andersherum. Tja. Und vielleicht wollt ihr auch sowas mal sehen. Könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob wir mal irgendwie vielleicht mal auch so Spiele vom Wochenende vorspielen, dass wir da irgendwie drüber quatschen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Weil so eine Idee hatten wir auch schon mal. Wissen nur nicht, wie das bei euch ankommen würde. Und oh Gott, oh! Das fängt an, ey. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst kassiere ich den ersten. Lever! Leck mich, boah. Los geht's. Oh, kommt die Kranke. Oh, komm. Oh. Naldo, was machst du da? Eckball, Freunde. Oh Gott! Faul. Nix. Oba bringt die Flanke. Gefährlich! Was macht er da? Ja, was? Was war das? Hä? Der nimmt einfach, aber nimmt den Ball nicht ein. Okay. Geil. Geile Szene direkt zu Beginn hier. Oh. Boah. Was macht er da? Den Superman. Oh, Kostic wieder mit der Flanke. Oba! Oh, diesmal stand der Toprak richtig gut. Douglas. Oh. Oba legt ihn wieder raus. Hey, leg ihn doch raus. Geahnt, ey, ich hab geahnt, dass er den irgendwie so umhaut. Oder so. Oba Schuss mit der Ecke. Oh, kommt gut. Marte, ist schon wieder so ein Nicker da, ey, in der Luft. Was ist denn mit dem? Mit Schalker Jungen. Nicker. Oh. Musst du aufpassen, was du sagst. Nicker. Könnte man falsch interpretieren. Schon wieder so ein Nicker. Was hast du jetzt gesagt, Meti? Ja, das ist mir aufgefallen. Du hast das so gesagt. Ich weiß nicht, was du für ein Gedankengut hast, dass du solche Gedanken hegst und pflegst. Ja, ich muss sowieso als südländischer Mitbürger. Oh, Telefon klingelt. Telefon klingelt bei Meti, jawohl. Telefon, Mann. Geh an dein Telefon ran. Anne, Telefon. Lewandowski. Kriegt denn durchgespielt auf Van Persie? Robin? Van Persie spielt zurück! Oh ja, nein, voll. Da kommt der Pisscheck reingegrätscht.
Nein, nein, Ober- nein, das war gut gespielt. Nein! Oh, wie schiebt der den? Oh mein Gott, ey. André Schöle. Apfelschöle. Zieht rein. Immer noch irgendwie der kriegt den immer noch, Mann. Arturo Vidal! Yo, was für ein Ding! Arturo! King Arturo! Ey, ich bin selber gerade überrascht. Schönes Tor, aber boah. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht. Also erstmal habe ich den Ball ja so bekommen. Und dann, dass ich. Ich hab gedacht, komm, nimm's jetzt mal direkt, ne? Und dann einfach mal so. Boah, guck mal den Drall an. Hast du gesehen? Ja, nice. Oh, das läuft richtig gut da gerade. Robin van Persie. Oh. Komm. Oh, Kollege. Da war doch nur gecheckt. Soll ein bisschen pumpen gehen, ey, da läuft ja, das. Ja, der van Persie. Der ist aus dem Alter raus zum Pumpen. Der haut den jetzt rein. Komm, Robin. Komm, Robin. Oh mein Gott, wohin? Kannst du schießen lassen. Oh, der Rodriguez hat ja auch sowas drauf. Probieren wir mal. Probieren wir Spring. Mal. Und nochmal. Und nochmal. Jo, mit der Brust. Quaresma! Boah, habt ihr das gesehen, Neuer. Freunde? Lässig mit der Brust abgelegt zu Quaresma, ja. Oh, nochmal ein Foul. Schon wieder. Junge, 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 ey. Ey, du bist doch ein ähnlicher Spielertyp, Mann. Du bist doch immer so angegangen. Da musst du doch so nachvollziehen können, oder? So, Schöle. Der Ball kommt gut an den zweiten Pfosten. Ah, ja, so. Hoch und weit bringt Sicherheit. Oh, Joel Martin. Oh, nice. Oh nein. Pisscheck. Oma! Ja! Ah, das war so klar, dass der Ball zurückkommt. Das war so klar. Ich hab den versucht zu bestellen. 80-1-1. Boah. Shit. Ja, aber der Pass von Martip, ey, wie so ein Spielmacher. Ja. Richtig gut. Und dann kurze Eck. War auch gut gespielt dann. Aber der Martip hat mich da überrascht mit dem Pass. So, noch einen vernünftigen Angriff durchspielen. Lewandowski, komm. Komm, Junge. Lewandowski! Wohin, Junge? Wohin? Jetzt nochmal nach vorne. Nee. Wenn der nach vorne gegangen wäre. Ah, ja. Ich würde sagen, Zeit fürs Rückspiel, ne? Und jetzt spiele ich mal mit Aubameyang. Alles klar, machen wir so. Jo, Freunde, das Rückspiel steht an und dieses Mal spielt der Patrick mit dem Hero Lewandowski vorne. So und ist es. Ich musste einige Änderungen vornehmen, also zwei. Also ich habe den Aubameyang reingetan und habe auch Ilkay Gündogan drin, damit er auf die volle Chemie kommt. Und ja, 1-1. Aubameyang hat schon einmal getroffen. Das heißt, ich würde jetzt gern auch einmal mit ihm treffen, weil ich habe auch keinen Bock zu verlieren, ehrlich gesagt. Und ja, ich würde sagen, los geht's, ne? Oh, da ist Aubameyang. Aubameyang! Yo! Die erste Chance mit dem schwachen Fuß. Aber warum nicht, ne? Aber nicht gegen den Naldo. Ist ja auch ein Hochhaus da hinten drin. Hightower. Alles oh, klar. Aubameyang! Aubameyang, neuer Van Persie! Alter, war oh, ein Scheiß-Tor, Van Persie! Oh, Robin. Freunde, da haben wir wieder FIFA at its best gesehen. Also erstmal den Vorbeispringer meines Abwehrspielers und dann den Abpraller in die Mitte, der zufällig vor die Füße des Stürmers inzwischen von umgeben von fünf welchen anderen Spielern Stürmer, fällt. Welchen Stürmer? Kannst du mal den Namen sagen? Robin van Persie. Bitter, ey. Tja. So, das ist echt bitter, Freunde. Aber Martin macht jetzt auch die Einwürfe außen. Warum auch nicht, ne? Oh, sehr guter Ball auf Lewandowski! Oh mein Gott! Wie hast du den denn drüber gehauen? Scheiße! Boom! Boah, Ramos 2.0, Alter! Junge, ey, was ein oh Schrott. Mann. Der Ober hat auch ein bisschen Platz. Wir ziehen zurück und noch einen oben, ohne dass er im Abseits steht. Quaresma! Oh. Oh. Junge, ey! Ja! Ah, geiler Pass! Oh, Mann! Da wollte ich schon was anstimmen. Oh mein Gott, ey. Geiler Assist auf jeden Fall. Konnte leider nicht verwerten. Danke. Und da ist aber Robin van Persie. Ah, wird der geblockt. Ah, der holt mich wieder. Spielen! Oh, immer habe ich den Ball am Fuß, aber er spielt den Ball dann nicht. Oh, der Linksfuß. Das ist gefährlich. Ist Jack. Eckball. Der hat ihn wieder zur Ecke. Rodriguez am Eckball, bringt den Ball nach hinten, oh mein oh, Gott. Oh, Van Persie! Neuer. Jo! Schöne! Alles klar. Klasse Grätsche, Junge! So kann man dann natürlich reingehen. Schöne! André! Oh, ja, träum weiter, komm. Dann so ein Ball. Aber die Grätsche war geil.
Da unten ist der Kostic schon wieder. Komm, geh ab. Oh wei, ich ahne nichts Gutes. Aber Naldo an. Da kommt es. Was ich gesagt habe. Thiago geht auf Gündogan. Fuck, Bernd Leno. Douglas. Douglas Costa. Douglas mit der Flanke, die kommt sehr gut. Yo, Gündogan, der Türke trifft gegen den Türken, Mann. Jawohl. Streng genommen ist er Deutscher. Nee, Deutsch-Türke. Aber die Flanke war richtig gut. Wirklich. Die Flanke war richtig gut. Und den macht er dann halt auch. Ich weiß gar nicht, wer den verteidigt hat. Müsste dann mein Ex-Verteidiger Bosinga oder so gewesen sein. Aber die Flanke war richtig gut reingespielt. Oh, Lever. Toprak, Junge, komm mal ran da. Lewandowski! Der war knapp, der war richtig knapp. Oh nein! Der war richtig knapp. Der muss liegen. Wie in der Kreisliga. Dann halt so. Nein! Oh, Van Persie! Robin! Van Persie! Aubameyang, du Wichser! Das ist mein Mann! Das ist mein Mann hier! Ich schon sagen, ey. Mann. Der wäre unten rechts reingegangen. Fuck. Ist das bitter. Quaresma, der Ball kommt. Nein. Freunde, ich glaube, es wird keinen Sieger geben. Ja, Spiel ist vorbei. Aber waren richtig spannende zwei Spiele, muss ich sagen. Spannende zwei Spiele. Ich habe das immer nach Zügler-Tor gemacht. Ich habe immer in Form getroffen, zumindest mit Aubameyang. Ja, ich habe mit Van Persie getroffen jetzt diesmal. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wer ist für euch der bessere. Vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen von denen jetzt in FIFA schon gespielt. Genau. Also stimmt fleißig ab, dann könnt ihr da entscheiden, wer der bessere ist, weil wir konnten jetzt ja vielleicht kleine Vorteile beim Aubameyang, weil er einmal getroffen hat. Bei mir konnte keiner von denen treffen, komischerweise. Ja. Und ja, könnt ihr mal kommentieren, auch andere Vorschläge da lassen. Wir hoffen, diese Serie gefällt euch oder diese Idee. Und falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Dann würden wir sie öfter bringen und Genau, ja, falls ihr es öfter sehen wollt, wie gesagt, einfach in die Kommentare damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut, Freunde, ne? Ciao.